Borussia Merni, war in Ordnung. 0-4 in Freiburg immer. Wir waren zwar nicht 4 Tore immer besser und zwischendurch war es auch nicht immer 5-Gänge-Menü, sondern ein bisschen Erbsensuppe ohne Möhrchen. Aber die Tore, die waren richtig geil, immer. Das waren mit Sicherheit die schnellsten Kontertore, die je im Breisgau gefallen sind. Das war ICE im Endstadium. Unser Kapitän Reus, absolute Weltklasse gestern. Silberrücken, ja, richtiger Silberrücken, richtig vorne weggegangen. Reus, immer, ich hab so ein bisschen Muffe. Du hast dir so ein bisschen wieder an die Wade gepackt gestern, ja. Hör mal, scheiß drauf, ey. Mach dir so eine Wickel-Kartoffelpüree rein, ja. Und dann geht das Ding ab, dann ein bisschen Derby wieder dabei. Auch Favre war gut heute. Hör mal, ich hab dich ein paar Mal in der Linie gesehen. Hast sogar ein bisschen Farbe im Gesicht gekriegt. So muss das sein. Okay, deine Pressekonferenzen, die höre ich mir nicht mehr an. Da kann ich mir auch von meinen Winterreifen die Beschreibung durchlesen. Das ist interessanter. Aber sonst war gut. So, jetzt Derby. Hier gegen Totalschaden 04. Ja? Hör mal, die kommen mit ihrem Jahrhunderttrainer und mit ihrer Jahrhundertgurkentruppe. Ja? Die haben 27 Punkte. Ich hatte früher mehr in Flensburg, Mensch. Hör mal, die haben erst 32 Tore geschossen. Hör mal, es gibt ein Wirbeltier, ein Grottenholm, das ist blind. Der ist gefährlicher vor der Hütte. Also, Borussen, ja? Derby-Sieg. Derby-Sieg ist Pflicht. Noch 4-mal Pöln. Wenn wir alle 4 Spiele gewinnen, glaubt es mir, dann wären wir deutscher Meister. Den glaubt es mir. Die Weißwurst-Wemser, die werden nicht alle Spiele gewinnen. Die spielen auch gegen die Dosen und gegen Frankfurt. Das sind schwere Spiele. Ich glaub noch dran. Komm bitte, macht mir einen geilen Tag. Erst Derby-Sieg, danach gehe ich am 50. Geburtstag von meinem Simba, Anja Kolotzek. Hör mal, dann drehe ich die Halle auf links, wenn wir das Ding schnappen. Es gibt noch eins, nur der BVB, aber nur der BVB.